Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverance. Wir haben ihn da umgehauen und naja, er war bewusstlos. Und naja, wenn man bewusstlos ist und nicht auf seine Sachen aufpasst, rennt man in der Zukunft halt so rum. Tut mir leid. Ja. So, wie gesagt, so eine Ansammlung an Pflanzen sollten wir versuchen mal mitzunehmen. Weil wir wirklich viele sehen. Ja, die Aurane müssten auch mehrere sein. Hoffe ich. Und wir wollen jetzt eigentlich... Oh, wir sind überladen. Wir wollen zum Müller. Wir haben Haufen Diebesgut dabei. Deswegen können wir jetzt auch vorne nicht in die Stadt reingehen. Und da dementsprechend... Ja. Was ist los? Hä? Warum kann ich das nicht aufnehmen? Wollte schon sagen. Oh, hier liegt auch wieder... Ah, das ist aber was anderes. Johanniskraut. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier... so viele Kräuter klaue. Oder hole. Zwischendurch. Kann halt nicht rennen, weil ich überladen bin. Oh, das war, glaube ich... Nee, das Löwen... Nee, 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 nicht Löwendings. Dieses andere hier. Ist das nicht? Ich dachte, das wäre das. Dann ist ein Bräu nicht, aber nein, noch. Sehr, sehr viele. So. Guck gerade nochmal auf die Karte. Genau, es gibt halt auch die verschiedensten Quellen. Wir müssen noch so viel machen, ey. Und irgendwas ist da bei uns schon wieder. Bei The Müller Villa. Weil hier schön viel Mohn, ne? Also. Ob schön im Umkreis ordentlich abgesnackelt. Sehr gut, auch das haben wir. Hier nochmal einmal. Und weiter. Ich weiß das nicht, was wir bei ihr verkaufen können. Auf jeden Fall dürfen wir kein Diebesgut verkaufen. Können wir halt nur bei Müller verkaufen. Leider Gottes. Reden. Heilige Marie. Möge Gott über dich wachen. Dann wasche ich mich kurz. Tut mir leid. Sehe ich besser jetzt aus? Lass uns handeln. So, ich will verkaufen. Kein Diebesgut. Gucken wir Waffen. Nope. Rüstung. Auch das ist alles gestohlen. Nahrung. Selbst der Retterschnaps. Wir haben... Wir könnten ihn halt... Die bringen 0,1 gerade mal. Also... Haben wir einen Schrumpfwürfel bekommen? Tut mir leid. Ich glaube, die Würfel waren wichtig für unser Würfelspiel später mal. Wenn wir wirklich hier also wirklich spielen wollen, haben wir ja die Möglichkeit. So, wir handeln erstmal mit dem, was wir haben. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Ich hätte Interesse, fürs Turnier zu wetten. Aber sicher doch. Auf was kann ich setzen? Halten wir es einfach. Du kannst darauf setzen, dass du das Turnier gewinnst. Sofern du denkst, dass du das schaffst. Nee. Nicht jeder hat das Zeug dazu. Falls du verlierst, ist dein Einsatz weg. Aber falls du gewinnst, bekommst du das Doppelte zurück. Noch nicht. Zusätzlich zum Preisgeld von Herrn Hanusch. Eine redliche Sache, oder? Was meinst du? Mir ist nicht danach. Werde ich hier so nicht gewinnen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitz. Genau, das können wir ja mal skippen. Verkaufen. Erstmal die Sachen, die wir jetzt so dabei haben. Ja, auch den verkaufen wir.
Aber mehr. Ach du. Ja, jetzt kommt's. Ein Glas? Gerade Glas? War das Glas zu der damaligen Zeit nichts mehr wert? Doch. Aber hier ein Goldkelch. Sehr schön. Wie viel hast du? Ein Vermögen des Händlers. Der hat auf jeden Okay. Da ist nicht mehr viel zu holen. Unglückswürfel, verzierter Silberkelch. Ja, du wirst uns doch hier peitschen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Endlich eine vernünftige Summe. Okay. Das ging einfacher als gedacht. So, jetzt gucken wir nochmal Info. Einer der wenigen ordentlich gezinkten Würfel. Natürlich zugunsten seines Besitzers. Unglückswürfel. Ein Spielwürfel, den du am besten so weit wie möglich wegwirfst. Okay. Den könnten wir also verkaufen und den anderen behalten wir. Ja, wir packen die natürlich erstmal in die Kiste. Oh, wir könnten wieder von der Suppe essen. Weil wir wollen keine gestohlenen Sachen mit uns mit rumführen. Ich weiß auch nicht, wann der Müller wieder... Achso, wir könnten gucken, was der Müller noch hat, ne? An Gegenständen, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Problem ist, wir haben hier halt Haufen Zeug noch. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal. Wir haben noch genug. Wir gehen jetzt erstmal in die City. Gucken beim Turnier. Also ich würde am Turnier, wenn es nicht zu teuer ist, teilnehmen. Ich weiß nicht, was die Startgebühr ist. Muss ich jetzt ehrlich so sagen. Wir werden verlieren. Das steht jetzt schon außer Frage. Aber wir werden versuchen. Noch zu trainieren hinten. Dann mal gucken. Ich glaube, wenn wir rennen, steigern wir auch unsere Vitalität. Wer bist du? Ach, du bist doch dieser Herr von Hansi Banzi da, der Chef sozusagen. Das Mündel, das aufgepasst wird. Auf dessen man seine Macht aufbaut. Nicht wahr? Wir können nämlich mal bei der Kräuterlady versuchen, unsere Kräuter zu verkaufen oder so. Also wir müssen jetzt hier uns noch mal schön orientieren. Schauen. Gucke-Lucke machen. So. Da kann man schlafen. So viele verreckt und gerade der Bastard muss überleben. Warte mal. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Ach, der Säufer. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tue ich nicht. Na schön. Ich habe Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich habe. Aber vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst, wenn du dann die Schulden vergisst. Na gut. Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Okay. Also schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Ein Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe.
Jedenfalls hat da einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlet schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Okay. Warum können wir denn nur Stehlen draus machen? Oh, Händlerin. Was willst du von mir? Entschuldigung. Mach's gut. Was willst du hier? Überhack dir das Leben in Rathai. Schätze, uns aufzunehmen, war gütig. Aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen des Silbers gewesen und weil Herr Rath sich zum König hält. Okay. Auf Wiedersehen. Kann ich dir keine Spende geben? Du bist ein Rüstmacher, würde ich sagen, oder? Was zur Hölle war das? Beste Grüße. Beste Grüße. Übung? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. 60. Ist das nicht etwas viel? Ist das genug? Nur ein wenig mehr und wir kommen okay ins Geschäft. Okay. Einverstanden. Hör gut zu. Alles. Neue Stufe erreicht beim Reparieren. Also erstmal haben wir hier Kämpfen was bekommen. Was haben wir denn da bekommen? Aderlasser, du hast bessere Chancen, deinem Gegner im Kampf eine blutende Wunde zuzufügen. Geil. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, deinem Gegner damit bei einem Treffer zu vergiften. Selbst wenn du kein Gift aufgetragen hast, befindet sich Gift an einer beschädigten Waffe, ist die Chance, den Gegner damit zu vergiften, um die Hälfte erhöht. Uff. Aber das mit dem Aderlass finde ich schon mal gut. Das machen wir auf jeden Fall. Aderlass ist wichtig. So, Fertigkeiten. Reparatur. Okay. Haben wir jetzt eine Stufe erlangt. Okay. Und die Preise. Hei, 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 der Witzka. Aber das ist das, was ich halt meine. Wir brauchen so eine richtig Imba-Rüstung. Eigentlich. Hier gibt es verschiedenste Schilde. Ein Schild hat meiner Meinung nach, wir haben ja ein Skalitzer-Schild, keine Auswirkung auf uns. Die Sachen haben natürlich einiges an Auswirkungen. Aber du hast doch bestimmt hier Reparatursets. Das sind halt die, die wir eigentlich brauchen, um zu reparieren und um das zu lernen. Aber die sind ganz schön teuer, finde ich jetzt. Was machst du? Ein großes Reparaturset enthält eine Nieten und Draht. Ja, aber wo ist der Unterschied außer am Preis? Das weiß ich halt noch nicht. Okay, wir wollten... So, hier ist ein Schneider. Da. Schneider, Schneider, Schneider. Der hat auch offen. Was sagt man dazu? Das Schwein... Weit daneben! Das willst du kämpfen? Ich würde hier gerne. Komm, liebe
Leute, und lab euch an diesem. Aber warum? Und die Wachen auch? Ach so, wir haben den Schneider Oh nee. Wir hatten den Schneider niedergemäht. Sind wir jetzt im Knast? Du sitzt im Kerker. Jawohl. Es tut mir leid, Herr Schneider. Damit ist das zu mir auch hinüber. Heute findet in Rathal statt. Such am Morgen in Heroldstadt. Dein Hund ist weggelaufen. Ist auf O gesunken, auf Null gesunken. Er hat weitergesucht. Dir bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, bis er wiederkommt. Wir hätten wohl nicht beim Schneider reinschneiden dürfen. Okay, wir haben Hunger, wir sind müde. Was ist denn dieser Buff? Sonst muss ich, Nach deinem Aufenthalt im Kerker bist du unterernährt und generell geschwächt. Deine Stärke, je länger du im Kerker warst, desto höher ist der Malus. Okay. Alles schlecht geworden. Das ist das, was ich halt... Oh, was? Nahrung schlecht geworden. Kann ich noch verkaufen? Oh Mann. Das ist doch wohl ein Witz. Ja. Wenn ihr mich hier reinlasst, ob ihr Pech habt. Aber jetzt mal ernsthaft. Geh mal lieber wieder. Aber da war ja noch Essen dabei. Das will ich natürlich. Nur weil es gestohlen ist, ist es mir. Kann ich ja trotzdem essen. Also. Der Käse macht aber Energie weniger, ne? Das finde ich halt überhaupt nicht gut. Ja. Ja, natürlich, wir sind auch direkt bei ihm. Natürlich ist noch keiner da, wo wir unsere Sachen verkaufen können. Oh. Gut. Im Knastele waren wir jetzt auch mal. Na, tolle Karambolage. Dadurch, dass wir auch noch müde sind. Werde ich wohl oder übel? Jetzt erstmal eine halbe Stunde oder so heiern oder so, ne? Bücher lesen, heiern, essen. Wir brauchen halt Energie. Ja, übersättigen würde ich mich jetzt nicht.
Der Buff geht ja auch schon langsam runter. Weil sie sind halt überladen. Ja, weil wir ihn umminiert haben. Das ist, ja. Wir können mal gucken, Ruf. Damit ist unser Ruf natürlich hier auch ziemlich... Obwohl, es geht noch gerade so, würde ich sagen. Und erstmal alles abgeben, gucken. Ich weiß nicht, ob der Müller vielleicht jeden Tag neue Geld hat oder alle paar Tage. Müssen wir mal gucken. Weil irgendwo muss ich mein Zeug ja loswerden. Sonst müssen wir zu den anderen Müllern. Vielleicht können wir da ja unser Zeug verkaufen. Da wäre aber wieder ein Pferd ganz gut. Ah. Toll. Haben wir das Turnier nicht gewonnen? Oder konnten es auch nicht gewinnen? Natürlich nicht. Achso, Quest müssen wir auch nochmal gucken. Wir haben ja jetzt hier erledigt. Na, aktiviert. Nebenquest. Der ehrbare Dieb. Achso, wir sollen den Ring da zu Kollwitz bringen. Ja, das ist natürlich auch Hauptquest. Ohne Fleiß kein Preis. Begib dich zum Übungsplatz. Genau, Vergeltung. Müssen wir halt auch machen. Oder wollen wir machen natürlich. Stimmt, dadurch, dass jetzt unsere Stärke und Agilität runter ist, war glaube ich überladen, ne? Och man, das ist doch nicht schön. Ich glaube, ich las, wo ich das letzte Mal gezockt habe, nicht einmal im Knast. Ich habe den Knast ja ausgeraubt. Aber wir haben einen Haufen Bücher bekommen. Und die können wir vielleicht alle lesen. Jedes Buch, was wir lesen können, ist gut. Aber ich glaube, wir müssen es erstmal erlernen. Deswegen müssen wir, glaube ich, erstmal zu so einem Schreiber hin. Bedeutet, wir müssten mal gucken. Gibt es hier einen Schreiber? Ja, hier, Schreiber. Also beim Schreiber lesen oder Anfänge lernen, irgendwie ging das. Und dann können wir Bücher lesen. Und damit können wir dann unsere Fähigkeiten immens steigern. Ja, immens. Wir können sie steigern, sagen wir es mal so. Oh, hier sind wieder Dutzende von Brennnesseln. Also die wachsen auf jeden Fall nach. Das ist schon mal gut zu wissen. Muss die Tür ja nicht zumachen. Oh. Gott schütze dich. Dich auch. Ich habe hier. So, verkaufen. Achso, kaufen. Du hast zwar einen Schatz, du hast aber ein Vermögen des Händlers. Also Brandwein, natürlich verkaufen wir alles. Brauchen wir nicht. Bier. Macht Energie weniger, macht satt, aber ja, brauchen wir auch nicht. Alles will ich davon verkaufen. Das Brot können wir auch wieder alles verkaufen. Brötchen leider auch. Tut mir ja wahnsinnig leid. Ja, da müssen wir gucken. Bei den Büchern müssen wir noch gucken. Also wir gehen nochmal hier durch. Rüstung haben wir noch. Karotta. Der Käse, den können wir essen. Du bist weg. Rindfleisch. Rote Beete. Die Salami können wir eventuell... Nee, können wir nicht. Schnapp. Nee, warte mal, das könnten wir eventuell... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht sogar brauchen fürs Brauen. Was machst du? Ein bitterer Kräuterschnaps, der deinen Venen mit Stärke, aber auch zu merkwürdigen Visionen führt. Deine Stärke und deine Fähigkeiten... Fähigkeit Kampf. Oh, okay. Okay. So, sonstiges. Mal halt jetzt die ganzen Bücher, das Salz, ja komm. Da brauchen wir nicht Pfeilchen. Das ist nicht wert. So. Fangen wir doch mal an. Da gucken wir gleich mal rein in die Bücher. Aber wir... Ich
Ich frage mich, ob wir 30 von einem, ob das ausreicht, aber ich glaube nicht. So, wir wollten so rum. So. So. Abbruch. Salbei haben wir noch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Das bedeutet, du kannst weg. Okay, und bei den Büchern gucken wir jetzt nochmal. Können wir die lesen? Also ja, wir könnten sie uns durchlesen, was eine ganze Menge ist. Setzen. Ja, gerade nicht. Aber woran erkenne ich, dass ich das gelesen habe? Das sind auf jeden Fall alles keine Lernbücher. Doch, das Rhetorik ist ein Lernbuch. Da steht auch Lernen da. Müssen wir jetzt jedes Buch durchgehen? Okay, du bist schon mal ein Lernbuch. Okay, Liebesgedichte? Glaube ich nicht. Auch nicht. Königshof Handschrift. Handschrift könnte... Nee, doch nicht. Schade. Simon Ungarn, Karl der Vierte. Gebetsbuch. No. Markgrafkriege, Legenden, Kaiserwahl. Füchse. Auch nicht. Stallknecht und der Gelehrte? Nein. Die Kriege auch nicht. Okay, wir haben ein Lehrbuch. Das ist die Rhetorik. Können wir das denn lernen? Ist noch nicht. Ein Buch muss man lesen. Okay, also das Buch packen wir weg. In die anderen verkaufen wir. Sonstiges. Inventar. Rhetorik 3. Du. Also, wir können ja hier noch Sachen mitnehmen, ne? Woran erkenne ich eigentlich, was hiervon gestohlen ist und was nicht? Gar nicht, ne? Weil das war irgendwie ganz cringy. Ja, wir waren zu lange weg. Aber eine Salami ist noch da. Der Hund ist wieder da, ne? Ich glaube, der Hund war wieder da. Schaufel brauchen wir nur eine. Eine sollte doch ausreichen. So, und dieser Unglückswürfel wird verkauft. Können wir uns überhaupt bewegen? Ja. Köder. Sieh mal, was ich für dich ganz leck. Keine Ahnung hier. Nicht? Sieh mal ganz. Geht das nicht? Okay. Warte. Wir haben noch eine Salami. Eine Salami. Ich soll halt von mir die Salami erst mal.
Bitte? Sieh mal, was ich für ganz... Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Okay. Hier, bei Fuß. Willst du die Salami nicht? Hm. Dann halt nicht. War der Müller nicht gerade noch hier? Ah, lass mal den Sack wieder fallen. Ich hab da so ein paar Gegenstände, die ich loswerden will jetzt. Auf die Schnelle. Na? Auf die Schnelle. So, das bedeutet verkaufen. Warum ist denn das alles nicht mehr gestohlen? Aber die Knippe brauchen wir so oder so nicht. Bei den Fackeln hätte ich auch gesagt, hier komm. Verkauf mir 8 Stück. Wenn wir 5 Fackeln behalten, reicht das vollkommen aus. Kann das sein, weil wir im Knie... Okay. Die ist gestohlen. Selbst die Haltkette ist noch gestohlen. Aha, das ist alles nicht mehr gestohlen. Cool. Ja gut, dass du gestohlen bist, ist klar. Waffenrock von Tallenberg. Verzierter Waffenrock, ja. Eigentlich guck, wie gesprungen war. Obwohl unser ist ziemlich hinüber. Ziehen wir ihn an. Hier, du kannst noch mit weg. Schlappen. Auch die weg. Grüne Tunika. Oh. Reich, der Reichen und Armen gleichermaßen, okay. Geknöpfte rote. Gibt mir Charisma. Auch du gibst mir Charisma. Du hast 8. Du hast 12 Charisma. Sichtbarkeit 9. Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Die sind gut hier. Für die Sichtbarkeit sind die ja mal richtig gut. Ja, edle Schuhe sind halt leichter als die Jagdstiefel. Edle braune. Ey, die edlen braunen, wa? So, wo waren die hier? Auch 12, Haltbarkeit 50. 9 Sichtbarkeit, aber auch 12 Charisma. Sichtbarkeit größer? Nee, dann werde ich die Schwarzen auf jeden Fall behalten. Ihr könnt weg und die Schwarzen können angezogen werden. Ja, weg damit. Ein Filzhut brauchen wir nicht. Blaue Beinlinge. Nur 6 Charisma. Weg damit. Altes Hemd? Brauchen wir nicht. Weg damit. Machst du Charisma? 13. 4. Weg damit. Nur die Tunika macht halt, na, die macht auch nur 7. Dann kannst du sie auch wegpacken. Können wir dich noch verkaufen, weil wir haben was Großes. Die Bunthaube können wir auch verkaufen. Dich können wir behalten. Ne, geknöpfte rote. Die Sichtbarkeit müssen wir halt nachts ausziehen. Okay, dann die Milch weg, Stück Fleisch weg. Das können wir wieder zurücktun. Das können wir wieder verkaufen. Auch nicht geschont, auch nicht geschont. So. Aha. Ich würde gerne die Kelche alle loswerden. So. Partei, die Belagerung. Die Silberkelche. 1K, also wir machen langsam anscheinend Geld. Den Würfel können wir alles nicht mehr gestohlen.
Interessant. Warum ist das alles nicht mehr gestohlen? Okay. Aber ist doch in Ordnung. Warenkorb. Was hast du nochmal? Kaufen. Nö, wir warten noch. Können wir dann immer noch holen. Lass uns über den Preis. Selbstverständlich. Aber sowas von. Ist das genug? Schon besser. Ha? Etwas. Er ist uns gut entgegengekommen. Kommen wir ihm auch entgegen? Oh, komm ihn mal. Siehst du? Nice. Das ja ordentlich Zastermaster. Wir brauchen, glaube ich, später auch ganz viel Zastermaster. So, dann ziehen wir uns kurz mal an und dann machen wir Feierabend für heute. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Schüttelü. Arzt Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier.